Hallo YouTube! Hier ist er wieder, euer Diego. Und da hinten fährt gerade der... Action Andy. Yeah, hat sich sogar extra umbenannt. Nur für euch. So, und ich sitze doch tatsächlich in einem Mähdrescher und ernte Gerste. Ich habe festgestellt, wenn man auf Innenansicht geht, dann kann man dabei sogar sprechen. Also so sprechen, dass der andere noch hört. In der Außenansicht ist es ja leider nicht möglich. Das ist dem sehr laut. Ja, ja. Ja, aber hier mit dieser Anzeige, ich weiß gar nicht, wie die sich nennt, da geht's eigentlich. Tja, ansonsten haben wir noch mehr Felder, die abzuernten sind, oder war es das jetzt erstmal? Ich glaube, wir haben noch. Wir haben. Was ich meine, ach so, ach, da ganz hinten. Ja, 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 ich weiß. Da ist auch noch ein Feld. Müsste auch Gerste draufstehen. Mein Gott, was wackelt das Ding hier? Feld 25. Das ist so die grobe Richtung Molkerei, so da hinten die Ecke, ne? Nicht? Reifeisen-Garten oder so. Ach nee, hinter der Schweinemast. Ja, die Molkerei ist doch ein bisschen weit weg. Ja. Was haben wir denn? Haben wir heute schon was gesät? Wir haben doch noch gar nicht gesät heute, ne? Doch. Feld 21 haben wir. Das haben wir heute gemacht. Ja, genau. Okay, okay. Ja, dann ist gut. Dass wir immer jeden Tag ein Feld sehen. Na gut, rein theoretisch könnte man auch vorspulen. Ne? Ich merke gerade hier, mein Laptop wird ganz schön warm, wo ich, wo die Spieltasten sind, ne? Wie A, S und D. An der Stelle wird das ganz schön warm. Das ist ja der Prozessor. Ja, aber wie ungünstig für ein professionelles Gaming-Laptop, das so zu kreieren. Haben sie nicht drauf geachtet. Ja, aber die bauen doch nicht erst seit gestern Gaming-PCs. Das hätten wir auch schon mal drauf kommen können, dass das ungünstig ist, da den Prozessor hinzupflanzen. Nee, ist der auch nicht. Da ist der nicht. Der sitzt weit, der ist ziemlich in der Mitte der Prozessor. Ach, weiß der Geier, warum das da warm wird. Das war ja von Vermutung. Naja, ja, ja. Ich meine, liegt ja auch nahe, ne? Ja. Große Wärmequelle. So. Ja, das mit der Gerste auf Feld 12 hat sich sogar eben erledigt. Ist sie fertig gemacht. Ja, aber ich glaube, der Schneidwerkwagen, der steht noch auf dem anderen Feld. Ja. Wie unschön. Oh, und jetzt ist meine Maus alle. Jetzt muss ich eben die Batterie wechseln. Also ich gehe da auch so lange wieder auf Innenansicht, damit mindestens das Geräusch angenehmer ist. Ich habe eben noch gesagt, die Batterie geht gleich alle. Und genau so ist es passiert. So. Ah, ja, doch. Maus läuft mit Strom besser als ohne. Schon mal Erfolg. Oh, jetzt muss ich mit dem Schneidwerk über die Straße fahren. Kannst du das Schneidwerk erstmal aus für den Wagen holen? Quatsch! Ach, denn sowas? Ja, irgendwie ist ja auch mit dem Schneidwerk aus Feld gefahren. Ja, aber wir haben ja nicht mal Verkehr hier auf dem. Ist alles gut. Und Zuschauer habe ich ja keine auf YouTube. Uns kann nichts passieren, Andy, glaub mir. Wo hast du denn das Schneidwerk geparkt überhaupt? Du bist damit zum Feld gefahren. Ja. Aber ich weiß nicht, wo du angefangen bist. Oben bei dem Strommast in der Nähe stehen. Ah, ich fahre erstmal. Ich fahre erstmal mittig aufs Feld. Schau ich mal. Beim Strommasten, da bin ich doch gerade. Oder sind hier zwei? Ja, einer ist hier. Soweit ich weiß. Nee, ach, da stehen noch mehr Strommasten. Ich klapper die mal ab. Ah, da ist er ja schon. Ich sehe ihn schon.
Und steht sogar richtig rum, glaube ich, ne? Jo, steht sogar richtig rum, perfekt. Ja, nein, warte mal. Doch, ja, doch, steht. Nachdem ich da wieder drüber gefahren bin. Ist egal. So ein Schneidwerkwagen hat ja kein Gedächtnis, der weiß das nicht mehr, dass du darüber geheizt bist. Ja, anders habe ich das Schneidwerk gar nicht mehr runtergekriegt. Ich glaube, das passt. Wie ich schon gesagt habe, der Schneidwerkwagen und ich werden meine beste Freunde. Naja. So, aber ich habe hier noch jede Menge Gerste in meinem Bunker. Wo bist denn du gerade? Hänger leer machen. Hänger leer machen, ich hab's befürchtet. Dann fahre ich halt so lange noch ein bisschen Ladewagen. Kann sich nur noch Stunden haben, bis ich den anderen Hänger wieder dran hab. Ah. Alles wird gut, wenn wir erstmal reich sind. Oh, guck mal, Kamera läuft und ich schaff's beim ersten Mal den Hänger abzudoppen. Ja, aber ich hab's nicht auf, ich hab's nicht aufgenommen. Nee, ich glaube, ich muss auch noch aufnehmen. Ja, mach das mal. Oder wir müssen hier so einen Beifahrermod installieren. Oh, ah, schon wieder voll der. Ja, Beifahrermod. Wir brauchen einen größeren Ladewagen. Was hab ich dir gesagt? Das war nicht allzu lange her, dass ich gesagt habe, wir brauchen unbedingt einen größeren. Ja, doch. Ich fahr mal einmal zum Hof damit. Vorsicht, Gegenfahrt. Oh. Und von wegen, hier gibt's keinen Verkehr. Hier gibt's Andys. Aufpassen. Ich fahr mal einmal zum Hof und guck, ob ich das in dieses Hochsilo reinkriege, das Stroh noch. Dass wir auf jeden Fall am nächsten Tag Silage zum Verkaufen haben. Wo hast du den Drescher versteckt? Der Drescher steht da, wo du das Steinwerk hingestellt hast. Aha. Jetzt muss ich mal eben abschätzen, wie weit ist das für das Rohr? Bei dem Strommast. Ich schätze jetzt gerade, wie weit ich den Hänger wegstellen muss. Ach so. Bis mit dem Rohr passt. Ach so, okay. Kann man denn den Trigger nicht sehen? Nee, man sieht nur den Trailer-Trigger, genau. Genau, was anderes hat er nicht. Ich habe auch die Konsole. Ach ja, stimmt. Gestern hatte ich die Konsole nicht an. Das habt ihr nicht mitgekriegt. Das hatten wir gerade schon, bevor wir aufgenommen haben, haben wir auch schon gespielt. Und da hatte ich das gestern mit dem Tom. Da war meine Konsole auch noch nicht angeschaltet. Das ist halt alles neu. Die Spielstände habe ich auch nur mehr zufällig retten können, übrigens. Hatte auch mehr mit Glück zu tun als mit Können, dass es die Spielstände noch gibt. So. So heißt, was ist passiert? Der Drescher ist leer. Ah, der Drescher ist leer. So, was hatten wir jetzt noch stehen auf Feld 25? Ey, wieso geht denn hier schon wieder so viel Stroh rein? Was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein, dass hier so viel Stroh schon wieder reinpasst. Jetzt bin ich neugierig, jetzt muss ich mal nachgucken hier. Ich sehe nichts. Ach, der gute F1-Trick wieder. Das hatten wir eben auch schon mal in der BGA. Oh, da geht ordentlich noch was rein. Oh, da geht noch was. Da kann ich noch zweimal hinfahren und Stroh abliefern. Ankuppeln. Das klingt doch nicht verkehrt. Ich fahre dann mal eine Runde spazieren. Wolltest du den Drescher rüberbringen zum anderen Feld, was? Ja. Ja, gut. Ja, ich meine, wir können auch noch dreschen. Aber wir müssen ja morgen auch noch irgendwas dreschen. Ich kann ihn ja sonst auch erstmal zwischenparken. Ja, wollte ich gerade sagen. Am besten fahren zum Hof, oder? Ich kann ja auch beim Feld stehen lassen. Oder stört der? Hey, kannst du ihn auch da stehen lassen? Fahre ich ihn mal da hinten? Haben wir ihn
gleich vor Ort. Weil eigentlich, gut, morgen, also wenn jetzt auf der Karte morgen ist, da müsst noch unbedingt mal Gras machen. Ich habe ja Equipment besorgt. Ja. Und dann muss erstmal richtig böse Gras gemacht werden. Verdammt, ich weiß, vergesse immer, wo ich aufgehört habe mit dem Stroh sammeln. Ja, das habe ich auch. Ich glaube, ich habe dir 3 Anfänge hinterlassen. Oh, ah ja, kriegen wir schon hin. Das ist ja auch im Prinzip nur jetzt am Anfang wichtig, um erstmal ein bisschen Kohle zu haben, ne? Ach ja, okay. Das ist, hat schon gut geklappt. Einen Anfang habe ich gerade direkt gefunden. Das siehst du. Du musst ein bisschen lauter sprechen, wenn es geht. Ich habe mich gerade gewundert, was es hier gibt. Aber das ist der Raiffeisenmarkt, wo ich gerade dran vorbeigefahren bin. Ah, okay. Da gibt es ja einiges. Ich habe nur gerade so eine Halle gesehen mit irgendwas drin und ich dachte, boah, jetzt mal an, guck mal, was da abgeht. So, einmal kurz auf mein Handy schauen, wie spät wir jetzt im Real Life haben. Das möchtest du, glaube ich, gar nicht wissen. Es ist, glaube ich, schon lange Haierzeit für kleine Diegos. Lecco mio bello. Also ich glaube, der Tom kommt heute nicht mehr. Ah, dafür ist er morgen umso fitter. Ja, allzu lang dürfen wir auch nicht mehr machen hier, sonst komme ich total aus meinem Rhythmus raus. Ja, das wollen wir ja auch nicht. Ja, obwohl du sagtest, ja, für dich ist schön, ne? Du hast das ja vor. Du willst ja in einen anderen Rhythmus rein, wegen der Arbeit. Obwohl auch, wie gesagt, ach, Montag ist auch wieder so ein Tag. Wenn man sich wünscht, hätte man 4 von. Ja. Ich heiße so. Aber die Map ist schön, sag doch mal ehrlich. Oder findest du die Map scheiße? Wirklich. Also ich finde die Gegend so toll irgendwie, wenn man hier so guckt. Ach, diese Feldwege, dass die so ein bisschen, also nicht nur geschwungen sind, sondern auch hoch und runter und dieser kleine Grasstreifen in der Mitte. Hast du sowas schon mal gebaut im Giants Editor? Nein. So ein Feldweg, oh, dieser kleine Grasstreifen in der Mitte, ne? Der macht einen fertig, glaub mir. Also das dauert, bis du so einen Weg hast, das dauert Stunden, bis der wirklich perfekt aussieht. Bis man dieses Gras in der Mitte hat? Ja, weil das wächst ja immer so büschelweise und da muss man das an den Rändern so ein bisschen wegmachen wieder. Eine elendige Fuckelarbeit. Ja, das ist noch wieder. Ich habe gerade noch was Neues entdeckt, also für mich neu. Okay, was denn? Für Schweinefutter. Ach so, ja, okay. Das kannte ich jetzt nicht. Ist ja auch nicht auf jeder Map drauf. Warte mal, was hast du? Du musst morgen früh musst du los, ne? Nein. Morgen früh nicht. Nee, morgen Abend. Morgen Abend? Okay, das heißt, können wir denn... Ach, hier bist du. Das heißt, können wir denn morgen noch ein bisschen zocken überhaupt? Ja, natürlich. Also bevor du zur Arbeit fährst dann. Ich muss ja sogar zum Notar sein. Also. Weil, Goldmap haben wir auch schon ewig nicht mehr aufgenommen, ne? Ja. Müssten wir auch eigentlich mal nochmal eine Runde auf der Goldenen drehen, ne? Aber, oh, ich sehe gerade die, wir haben schon wieder die Viertelstunde Schallmauer erreicht hier. Wir wollen es ja am Anfang
wo bestimmt noch Einstellungstunings vorgenommen werden müssen, nicht so lange Aufnahmen machen. Genau. Und ja, ich sag ciao YouTube, was sagst du? Ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.